Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Wild Arms. Alter Code F. Ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, dass ich halt im letzten Part so. Oder letzten Parts, das sind ja mehrere. So krass gefällt habe. Und zwar möchte ich ganz gerne einmal hier nämlich die Trainer einsetzen. Dadurch wird halt die Tür hier geöffnet. Und wir kommen halt so in den Dungeon. Da ist eine Markierung mit einem mysteriösen, ja, Pattern. Es sieht aus wie die Tränentropfe. Oder wie die Träne. So. Damit sind wir in der versiegelten Bibliothek. Der Tinderstab. Ja, der Feuerstab, den hatten wir in normalen, glaube ich, nicht. Können wir halt so ein bisschen halt anzünden mit. Ich finde die Idee mit dem Stab tatsächlich gar nicht mal so blöd. Das macht auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn als das, was ursprünglich halt, ja, die Sache war, das war ja die Tränentropfe. Und Cecilia, wir kämpfen mal mit ihr. Cecilia kämpft auch wie im Original mit ihrem Stab. Anders als beim Original jedoch macht es mehr Sinn, mit ihrer Magie auf jeden Fall anzugreifen. Denn ihr physischer Angriff, erstens verfehlte. Er macht auch nur bedingt halt Sinn. Ja, wenn ihre MP halt gen 0 gehen, ist es tatsächlich halt vom Vorteil. Das Schwert, Guardian Blade, ist der Name der Sünde. Ne, ist der Name, der das Herz mit Sünde befleckt. Eine Wunde auf der Erde. Oder eine Narbe. So, wir können auch so schön uns halt dabei rumdrehen. Ja, ich brauche nicht so zu kämpfen. Tatsächlich sind die Kämpfe hier mit Cecilia nicht ganz so interessant. Versuchen nochmal mit dir physisch anzugreifen. Ja, da sieht man es. Auch ist es so, dass halt ein einziger Schadenspunkt halt gemacht worden ist. Ergo, hier physischer Angriff ist halt vollkommen witzlos. Aber sie kriegt halt einen MP auch dazu. Was halt sehr nützlich eigentlich sogar ist. So, und um hier weiterzukommen, müssen wir tatsächlich nicht alles anzünden. Ja, ich habe den Dungeon hier auch schon halt gemacht. Beleuchte das Ende. Leuchte das
Erleuchtet die Enden, leuchtet dann in die Mitte. Aber nur diese dreien und dann darfst du eintreten. Also kurzum, wir müssen halt hier die Flamme halt aktivieren, hier die Flamme halt aktivieren und hier diese Flamme aktivieren. Und die anderen zwei halt nicht. Wir können die anderen zwei auch anzünden, das geht. Ist aber von uns nicht gefordert. So, wir zünden das Buch natürlich halt ein bisschen an. Und wie man gesehen hat, ich kann nicht mehr, muss ich gehen. Aber wir haben halt das Buch angezündet und das macht mehr Damage, tatsächlich. Und ja. Fünf Feuer mit kurzem Leben. Wenn es am höchsten flackert, gibt es Leben. Und dann sollte oder soll die Tür sich öffnen. Kurzum, wir müssen einmal so halt herum. Wir bleiben nämlich nur irgendwie so 2-3 Sekunden an. Es sei denn, man hat halt alle angezündet, dann bleiben sie halt an. So, wir werden hier jetzt beide halt anzünden, weil wir haben gerade halt frischen Level abgekriegt. Und der Pillbug, auch ein Gegner, den wir halt häufiger eigentlich in der Reihe halt sehen, als auch im Original halt kennen. Kennen wir halt so. Die Träne schimmert schwach, als du deine Augen auf die Steinstatue richtest. So, und da wir das halt für beide machen wollen, jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ich war in einer anderen Seite reingegangen. Ah, hier gibt es nämlich nur einen Schatz. Das ist gut. Mit zwei Heilbeeren. Wir klettern auch mal so ein bisschen schnell halt herunter. Und hier können wir halt so ein bisschen umherwirbeln. Huch. Aber tatsächlich möchte ich erstmal hier an den Seiten halt hin. Denn hier gibt es zumindest halt schon mal eine Gimmelcoin, die ist halt sehr nützlich. Wer halt aufgepasst hat, zum einen sind es halt Continues, zum anderen sind es halt auch gleichzeitig halt Speichern auf der Overworld. Ich werde mir allerdings halt für die Continuous halt aufbewahren. So, und hier haben wir nochmal 300 Geller erhalten. Was für die
aktuellen Moment eigentlich sehr nützlich ist. Vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, dass ich später halt im Original, ich stream ja aktuell das Original für diejenigen, die es halt nicht mitgekriegt haben. So, und hier gibt es wieder einiges an Büchern. Besitztum und deren Bedeutung. Das leitende Prinzip einer Cursed Sorceress ist, die Schwäche des Gegners zu kennen. Zum Beispiel die Kreatur Nelgal ist erfüllt von der Kraft des Feuers. Also einer, der die Kräfte des Wassers und Eises beherrscht, ist sein Nemesis. Im Kampf ist die Vulnerability, die Verwundbarkeit essentiell, besonders für eine Crest Sorceress. Die Elemente zu nutzen bestimmt den Kampf. Man muss den Gegner und seine Schwächen kennen. Und das ist der erste Schritt zum Sieg über den Gegner. So. Last Guardian. Die Guardian Lords, die über alles Leben regieren. Lord der vier Guardians, die über die Basis aller Kreaturen herrschen. Sie wurden in der Vergangenheit nicht gebunden. Die Macht der Veränderung. Guardian, die den Mut füttern. Die Courage, in der Gegenwart zu leben. Die Kraft, dem Verstand zu schilden. Guardians, die die Liebe erfüllen. Das Verlangen nach der Zukunft. Der Glaube, dass Träume erfüllt werden können. Guardians, die die Hoffnung regieren. Das Licht, das einst in jedem Herzen war. Mut, Liebe und Hoffnung sind in der Zeit verloren. Selbst die Bedeutung wurde längst vergessen. Eigentlich sind diese Bücher teilweise nur halt dazu da, um halt wirklich richtig, hier ein Rätsel halt wirklich richtig zu sagen. Dies ist die Geschichte von Elfschwert. Ein Schmied schmiedete das Schwert vom lebenden Metall. Es wurde geschmiedet, um die Zukunft der Welt zu öffnen. Als es einen Anfang nahm, nimmt es auch sein Ende. Dies ist die Klinge, die die Sterne beschützt und ihre Angreifer zerschneidet. Dieses Schwert wurde Guardian Blade genannt. Es ist mit der Kraft erfüllt, die Welten zu retten. So, das sind hier nochmal so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel was mit dem... Ach, hier sagt mal eben schnell, mit dem Kurankloster zu tun hat. Eine Welt außerhalb der Ringe des Orders repräsentiert eine Welt ohne Harmonie. Es wird definitiv die Zerstörung entgegentreten. Bevor wir das kommende Ende
entgegengetreten sind. Werden wir, die Elf, diese Welt verlassen und es seinen zukünftigen Untergang überlassen. Wir existieren in der Lebenskraft dieser Welt. Also wenn die Welt endet, werden wir auch enden. Stürzt vor in die Tiefen, wenn wir nicht mehr sind. So ungefähr. Der Fist, der erste Wanderer. Also quasi der erste Traumjäger. Weder das soll. Die Büsse eines Monsters noch der. Im Grunde genommen. Weder Monster noch halt. Stürme können die Flügel eines Fluges von einem Wanderer halt stützen, so ungefähr. Also er kann. Besser gesagt, so kann kein Wanderer aufhalten, so. So eine Redewendung, denke ich mal. Im Felgaia werden Abenteurer Wanderer genannt. Einige bevorzugen jedoch halt Traumjäger, Migrants, Drifters oder Mercs. Ich denke mal, damit ist auch so ein bisschen halt gemeint, was halt in den anderen Teilen halt so zu tun hatte. Bei Dream Chasers war im Original ja der Fall. Migrants war, glaube ich, im zweiten Teil, glaube ich, sogar der Fall. Drifters im dritten Teil und Mercs höchstwahrscheinlich im vierten Teil. Sie sind wie migrierende Vögel, wandern von einem Ort zum anderen, Nomaden. Geschichten und Schriften erzählen uns vom ersten Wanderern, von ersten Wanderer namens Alan Smithy. Alan Smithys Legende ist sehr Mysterie gehüllt. So. Tatsächlich verweisen jüngste Studien darauf, dass es nie so einen Menschen gegeben hat. Es ist suggeriert, dass der Name Alan Smithy nur ein Euphorismus ist, um die Sterblichen zu beschreiben und dem Wanderkultur einen Wert zu geben. Ob es jemals wirklich einen Mann namens Alan Smithy gegeben hat, werden wir nie wirklich richtig feststellen. Ich bin das Alpha und das Omega, die Vergangenheit und die Zukunft vereint. Die Zukunft ist durch meine Klinge oder gemacht aus meiner Klinge. Sag meinen Namen und erinnere die lange Historie. Ich habe hier tatsächlich halt. Oder ich bin halt sehr froh, dass ich eigentlich so ein bisschen das hier schon gemacht habe. Denn ich hätte nicht darauf so schnell getippt, dass der Name. Ich bin aber selber drauf gekommen. Tatsächlich Guardian Blade heute ist. Aber ich habe hier so tatsächlich ein paar Minuten halt gesessen. Apropos ein bisschen gesessen. Ich beende hiermit den Part und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt SFB, mein letztes Part.